Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wolf und Würfelig mit meinem neuen Projekt, wer es noch nicht mitbekommen hat. Und ja, das alte Projekt ist, ich sag mal, auf Eis gelegt erstmal, was nichts Schlimmes ist, sondern ich werde es schon noch fertig bauen und werde dann schon noch was Cooles draus machen. Aber jetzt mache ich erstmal ein neues Projekt, was mich ein bisschen mehr motiviert oder was ich quasi auch cool finde. Ich wollte nur ganz kurz gucken. So, dann heute wollte ich ja über das Thema GEZ und GEMA reden. Und diesmal auch wirklich. Das letzte Mal hat mich irgendwie so dieser blöde Zaun hier ein bisschen abgelenkt. Und ich überlege jetzt gerade, wie ich das genau mache. Also ich werde jetzt hier wohl mich doch nochmal auf die Säule konzentrieren und dann hier eine große Säule hinbauen. Und dann passiert das Ganze quasi auch noch rechts auf der Seite und dazwischen wird dann das Tor aufgestellt. So viel könnt ihr dann wohl erwarten. Und mal schauen, wie das dann im Inneren so alles aussehen wird. Das Ganze wird jedenfalls relativ groß werden. Und so, was mache ich denn jetzt hier? Ich glaube, ich kopiere hier das Kapitell. Und setze es quasi auf die andere Seite dementsprechend. So. Und hier unten. Oder warte mal, ich mache einfach eine andere. Nee, mache ich eine andere Dicke der Säule. Sieht ja schon geil aus, wenn dahinter quasi noch eine dickere Säule rauskäme. Dann ist es nur mit der Brücke quasi hier ein bisschen problematisch. Mal schauen. Denn ich habe ja hier quasi ein Kapitel. Jetzt ist die Frage, ob ich das auf der rechten Seite auch so mache. Ich könnte jetzt zum Beispiel erstmal hier das Ganze noch schön machen. So, so. Und dann vielleicht mit Holzstufen hier einen Aufgang hinbauen. Nee, das sieht nicht edel aus. Sollte eher edel aussehen. Vielleicht lieber so. Und dann kann man hier hoch, quasi. Und hier hinten in den Rücken der Säule dann quasi so einen Aufgang. Dann ist hier die Figur. Und hier geht es dann in die Säule rein, wo man dann quasi so einen Aufgang machen kann, der hier endet, wo man dann raus kann. Und hier hinten muss ich jetzt mal schauen, das Ganze endet ja quasi genauso. Das heißt, wenn ich jetzt hier so den Eingang mache und dann hier so die Säule hinpacke, einfach direkt dahinter quasi, dann könnte ich darüber den Umriss bestimmen. Die Sache ist, dass das Kapitell unten, nicht das Kapitell, sondern halt dieses, was unten ist, nicht Kapitell, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das muss ja dann quasi auch noch größer sein als die Säule selbst. Das ist momentan gerade so ein bisschen das Problem. So, ich baue jetzt hier einfach mal 3, 5. Machen wir hier nochmal so. Ich baue jetzt hier einfach mal so random einen Kreis hin. Weiß nicht, ob der wirklich rund wird. Da unten sieht man, wie der sich quasi so aufbaut. 3, 4, 5. So und so. Und ich darf das Thema echt nicht vergessen, ne? Das ist echt schlimm. Das erfordert hier meine volle Konzentration. Ich muss mich konzentrieren. Oh ja, ich gehe auf ein Bülent Ceylan an. Nicht Konzert. Konzert kann man nicht sagen, aber es ist ja so, schon so ein bisschen aufgebaut. So ein Konzert. Und in der SAP-Arena. Und das wird episch. So.
Ja, zu lieben GEMA bzw. GEZ jetzt erstmal zur GEZ, weil die halt näher liegt am Thema. Und zwar, soweit ich das verstanden habe, tut ja die GEZ quasi so eine Art Steuer eintreiben, die dann für die den öffentlich-rechtlichen Sendern zugutekommt, um ihre Sendung produzieren zu können. Zunächst mal von der Idee her ist ja die GEZ sehr, sehr sinnvoll, denn ich halte es für sehr wichtig, dass wir eine wirtschaftlich unabhängige Fernsehanstalt haben, die quasi, ja, Berichterstattung liefern kann, ohne dass diese unbedingt spannend sein muss. Das Ding ist nur da, dass ich das Gefühl habe, dass zum einen ARD und so auch Werbung bringen, weil vor der Tagesschau ist zum Beispiel manchmal Werbung. Und warte mal, ich zeig das gerade. Wie viel müssten das sein? Nachher wird die Farbe gewechselt, es bleibt kein Grau. Machen wir mal 30. 35. So quasi. Eine Säule. Und jetzt replace ich hier mal den ganzen Schwachsinn durch Wolle. Ja, dass die neuerdings auch Werbung bringen und vor allem, dass sie sich immer mehr auf RTL-Niveau begeben. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt mit LeFloid, aber ich nehme jetzt einfach mal an, dass ein Großteil das mitbekommen hat. Was habe ich denn da gemacht? Der hat sich ja darüber lustig gemacht, dass die Supernanny jetzt im SWR ist. Und da kann ich ihn gut verstehen, dass ihn das auch aufregt, mich persönlich nämlich auch. Weil sich damit wirklich der öffentlich-rechtlichen Sender mal wieder auf so ein Niveau begeben, was eigentlich RTL-Niveau ist und einfach nichts in den öffentlich-rechtlichen Sendern zu suchen hat. Und dann mit sehr, sehr schlechten Fernsehsendungen, auch Serien und so, das Angebot weiter verschlechtern. Und das Schlimme ist, dass wirklich jeder zahlen muss und dass diese Zahlungsgebühren auch noch steigen werden. Und ich muss mal gerade einen Schluck trinken. Entschuldigung, aber das ließ ich jetzt gerade nicht vermeiden. Und ja, also finde ich unverständlich, dass jeder quasi dafür blechen soll, dass die noch ein schlechtes Programm bringen. Und es wäre jetzt kein Problem quasi, dass viele Leute dafür zahlen. Also jeder, der zum Beispiel so ein Fernsehgerät hat, ob er es nun schaut oder nicht, damit quasi das Geld, damit die quasi das Geld bekommen, um gutes Fernsehen zu bieten. Aber sie bieten ja schlechtes Fernsehen und jeder muss zahlen. Und wenn sie dann auch noch so jemanden wie die Supernanny quasi, also diese Katja Saalfrank da mit reinbringen, dann ist es echt ein Unzustand, der einfach nicht da sein darf. Weil es gibt ja, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das stimmt, was die da so behauptet, dass hier quasi die Menschen am Herzen liegen und so weiter. Das glaube ich dieser Frau nicht. Die hat nämlich so viel Zeug gemacht, was einfach, ja, das hat nichts mehr mit Familie zu tun, was einfach nur noch um Geld ging. Und ich denke, sie will das Geld. Und was ist das wieder für eine komische Musik? So. Und ja, mit dieser Katja Saalfrank, das finde ich. Ich habe mir aber auch noch irgendwo Notizen gemacht zu dem Thema. Oh. Da ist mir doch gerade mein Server abgeschmiert. Geil. Warte mal, die Musik ist auch so komisch. Die tue ich jetzt auch mal gleich. Wo habe ich denn das jetzt hier? Das sind so viele Server. Ich weiß gar nicht, ob ihr von den allen die IP haben wollt. Moment, ich schau mal weiter nach oben. Hier, der ist offline.
Nun gut, dann muss ich den jetzt hier mal gerade restarten. Ich weiß nicht, was da jetzt schon wieder passiert ist. Aber jetzt lädt er wieder die Welt, also das sollte jetzt gleich so werden. Aber ich tue jetzt auch mal gerade die Musik überspringen. Und ja, als öffentlich-rechtliche Sender, die sich auf RTL-Niveau begeben, finde ich eben, gehören nicht bezahlt, vor allem nicht von jedem. Weil die hat so viel Zeug getan, von dem man weiß, dass sie es getan hat, also... Wobei sie sich auch unter Druck gesetzt wurde von diesem... Fernseh, na toll. Das ist alles wieder weg? Aha, sowas... Jetzt alles, was ich quasi in dieser Folge gebaut habe, ist weg. Scheiß Bugs von Bucket. Ah, und vor allem World Edit. Das bringt es ja gar nicht so. Da muss ich mir dann doch überlegen, was ich da mache, wenn ich so einen instabilen Server habe. Das habe ich nämlich auch schon auf Hunger Games Servern erlebt. Dass ich quasi... einfach nur da stand und ich dachte, ich wäre die ganze Zeit im Spiel und habe gekämpft und alles und war unsterblich und konnte auch niemanden schlagen. Und bis ich am Ende festgestellt habe, dass ich noch am Spawn stand quasi, weil mich dann dort einer gekillt hat. Das habe ich von außen beobachtet quasi. Und ja. Ist echt schwachsinnig. So. Da sollte jetzt eigentlich hier so eine Art Kreis hin. Wie ich das vorhin schon mal getan habe. Und ich setze das jetzt vorher auf Wolle, weil ich glaube, die Replace-Funktion, die funktioniert nicht so ganz. So. Second. Wahrscheinlich hat er nur durch eine 0 dividiert. Moment, nochmal. Hä? Will mich jetzt Minecraft vollends verarschen? Ja, was ich dann noch gelesen habe, ist, dass die GZ ein... Was? Gut, baue ich das Ganze aus Wolle. Mal gucken. Keinen Sinn. Baue ich das Ganze aus Wolle. Von Hand. Ja, was ich dann noch gelesen habe, dass die GEZ Geld von verstorbenen Leuten nimmt. Oder so. Gut, das war jetzt wieder von dem Bild, was natürlich, von der Bild, die ich da im Zeitungsladen gesehen habe. Was natürlich jetzt nicht gerade die seriöseste Zeitschrift ist. Und auch sehr zu kritisieren ist, also die Bild selbst. Weil sie einfach, ja, eine Menge Scheiß postet. Ich gehe mal wieder dichter ans Mikro. Das wäre dann aber wieder ein ganz eigenes Thema, die Bild. Aber ich kann es mir durchaus vorstellen und angeblich hat ja der Support quasi von denen nicht mit sich reden lassen. Und finde ich schon krass. Dass es sowas in Deutschland gibt. Moment. Jetzt aber noch zur GEMA. Auch diese Institution, heißt das glaube ich, hat ja durchaus ihren Sinn und Zweck und wurde ja nicht geschaffen, um die YouTuber zu ärgern. Die Videos werden ja auch nicht von der GEMA gelöscht, sondern von YouTube, weil die GEMA sagt, also nicht gelöscht, sondern eben auf so blockiert gestellt. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt nennen soll. So, 35. Gab es jetzt irgendwelche harten Fehler hier? Nein. Gut.
dann passt es doch. Jetzt sollte ich vielleicht noch da oben. Auch so eine Art Ring drum bauen.